Sommerzeit ist Trackerzeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen begrüßen wir euch hier zu einer neuen Ausgabe Aushalten, heute unter dem Titel Das perfekte Brummi-Dinner. Wir befinden uns im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Linte vor den Toren Berlins und werden in diesem mobilen Fernfahrer-Imbiss traditionelle Trackernahrung in einem Duell zu uns nehmen. Das Ganze allerdings auf Rollschuhen. Und wer zuerst aufgibt oder sich auf mysteriöse Art und Weise das Genick bricht, hat verloren. Ja, kurz gefragt in die Runde, ist das dumm genug? Können wir das machen? An welchem Punkt haben wir eigentlich angefangen, uns jedes Mal lustig zu verkleiden? Früher konnten wir in normalen, privaten, in Casual Wear, konnten wir unsere Witze machen. Mittlerweile ist das hier notwendig, weil ihr das Gefühl habt, ProSieben, dann ziehen wir euch witzige Sachen an oder was? Allgemeine Frage, wie ist es an diesem hochprofessionellen Set, verehrte Kollegen und Kolleginnen, um die Sicherheit bestellt? Ja, gut, jetzt kann ja nichts mehr passieren, ne? Sieht aus wie einer von den Village People mit dem Helm. Sag mal, seid ihr eigentlich... Gibst du mir eine Hand schon mal zusammen? Joko, bist du dir sicher, dass du das willst? Habe ich eine Wahl? Ja klar, gib doch einfach auf, dann müssen wir die ganze Scheiße nicht machen. Gib doch jetzt einfach schon auf. Könnt ihr auch jetzt schon aufgeben? Links da, Abfahrt. Also folgendes. Ja, es ist so, wir werden hier stehen mit den Rollschuhen an. Dieser Tisch hier ist festgeschraubt, wir dürfen uns daran festhalten. Aber wenn die Hupe ertönt, vorne aus dem Fahrerhäuschen, müssen wir da vorne zum Imbiss. Da gibt es leckeres Trackergold. Gibt's da. On top haben wir noch diese wunderbaren Bierdeckel in Form von Ereigniskarten, die wir nach Gusto ziehen können. Ich bin bereit. Du auch? Abstand das Dümmste, was wir seit langer Zeit gemacht haben. Tolle Idee, die da ist. Wirklich, super. Oh, nein, 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 hey, hey, hey. Oh. Festhalten, ne? Guck mal, ich mach's mal gern. Oh. Oh. Warte. Auf. Du verstehst nicht, dass wir hier gemeinsam durch die Scheiße. Was heißt gemeinsam? Ist doch Quatsch. Einer gibt auf, der andere hat gewonnen, wie immer. Das war ernsthaft, ne? Bis da vorne, ne? Schaffe ich nie. Sofort? Ja, selber schuld. Darf ich was von dir? Ne, nix. Du bist ein richtiger Assi-Tracker, ne? Auf den Bierdeckeln hier sind die Ereigniskarten. Wir kommen nicht drum herum, solche zu ziehen. Das gehört dazu. Sollen uns angeblich das Leben erleichtern hier. Aber der aufmerksame Zuschauer wird festgestellt haben, ob die wirklich immer so eine Erleichterung sind. Ja. Er fährt sich aber auch eine Scheiße zusammen hier. Wo sind die Ereigniskarten? Ja, warte. Die erste Ereigniskarte trägt den Titel Ballast. Trinke einen halben Liter Bratensoße. Diese wird dir schwer im Magen liegen und Halt geben. Ja, witzig. Aber die, das ist ganz schön viel. Boah, das stinkt. Trink das bitte schnell aus, das ist widerlich. Ist sie frisch? Ja, ganz frisch, wie der Frühling. Boah, das glaube ich ja nicht. Schikane. Das ist mir aus der Hand gerutscht. Vorsicht, die Kamera.
denn hier los, sag mal? Hier, da ist doch mal drin. Justus. Ah! Mann! Sag mal, du nimmst ja gar nicht ernst, du bist disqualifiziert. Wer hat Feierabend? Schluss? Nee, ey, es kann mal passieren, dass es runterfällt. Nee, kann nicht passieren. Das ist wackelig hier. Hier, da mit der Spielleitung. Einmal Strafrunde zum Buffet. Ist das so ein Wunder, dass mir was runterfällt hier? Nein. Hey. Komm. Du Idiot! Das war unsere einzige Stelle, die wir festhalten konnten. Ich hab mich ja festgehalten. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Geschirr? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wo sollen wir uns denn jetzt festhalten? Sag mal. Hallo. Hallo. Entschuldigung mit dem Tisch, ne? Ich hab mich da halt festgehalten, ne? Der Tisch ist kaputt. Aber die Redaktion gnadenlos hat entschieden, dass trotzdem weiterhin hier im Stehen gegessen wird. An dem Tisch, den wir kaputt gemacht haben. Ich kaputt gemacht. Ja. Jetzt will ich mal Entschuldigung sagen. Wegen was? Ja, weil du den Tisch kaputt gemacht hast? Ja, nee. Come, you masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.